Ja, die Geschichte Redog, da muss ich ziemlich weit zurückdrehen. Und zwar bis ins Jahr 1993. Ich bin in Brieg aufgewachsen und bin erst im Jahr 2000 nach Bern gezogen mit meiner Familie, mit den beiden Kindern, mit dem Mann. Und das Jahr 1993 war für meinen Wohnort sehr ein prägendes Jahr gewesen. Nämlich im September ist eine grosse Unwetterkatastrophe nach tagelangem grossem Regen über das Städtchen darüber eingebrochen. Der Fluss von Brieg, die Seltena, ist über ihre Ufer gegangen und hat innerhalb von wenigen Stunden komplett das ganze Städtchen zerstört. Also mit meterhochem Schutt aufgefüllt. Die ganzen Strassen sind bis zum ersten, zweiten Stock eigentlich aufgefüllt gewesen. Und das ist etwas, was man nicht erwartet. Das ist wirklich so ähnlich wie jetzt eine Pandemie, die auch niemand mehr erwartet. Damals die Unwetterkatastrophe in Brieg, die alles zerstört hat. Also über die Stunde ist wirklich alles anders geworden. Man konnte auch nicht mehr Wasser reichen aus den Hähnen, man musste das Wasser auf der Strasse reichen. Alle Läden waren zerstört, Restaurants waren zerstört, Leute waren vermisst. Während der ganzen Nacht hat das Lokalradio Aufrufe gemacht, wo ist der Heinz, wo ist der Kunz, wo sind die Leute. Ich kann mich erinnern, jemand hat, ist eingesperrt gewesen, hat unbedingt Insulin gebraucht. Also es ist sehr ein grosses Drama, sehr viele Leute haben sich da stark engagiert. Und am zweiten Tag ist klar geworden, sind zwei Personen immer noch vermisst, die sind nicht aufgetaucht. Es waren zwei Verkäuferinnen von einem Schuhladen, die komplett zugeschüttet waren. Und da habe ich zuerst mal das realisiert, dass es Redog gibt. Es hat damals noch SVKA geheissen. Und da hat man gesucht nach diesen zwei Vermissten und die haben gefunden, leider tot. Das war so der erste Kontakt zu Katastrophenrettungshint im Kanton Wallis. Ein paar Jahre später sind eigentlich die zwei Hundeführerinnen, die hier haben gesucht, 1993, sind meine Nachbarinnen geworden. Das war ein schöner Zufall. Und ich bin da nun mal in Kontakt mit dem Thema, was mich sehr interessiert, eine sehr spannende und sinnvolle Aufgabe hat gedacht. Und ich habe eine gleiche Rasse gekauft. Das war ein Chesapeake Bay Retriever, eine Arbeitsrasse. Und bin dann in die Regionalgruppe Wallis eingetreten. Zwei Jahre später, im Jahr 2000, bin ich mit der Familie, wie vorher schon gesagt, in den Kanton Bern gezügelt. Hat auch die Regionalgruppe gewechselt, bin zu den Berner gegangen. Und gerade knapp gezügelt ist eine nächste Unwetterkatastrophe am Wallis passiert, nämlich Gondo. Wir haben, also ich hatte persönlich da einen guten Bekannten drin, der war auch Redog-Mitglied, hatte selber einen Rettungshund gehabt, hat in Gondo gewohnt und war dann ein Feuerwehr. Und er mit seiner Frau und der grosse Teil von seiner Familie. Es sind insgesamt 10 Personen sind in Gondo umgekommen. Zwei hat man nie gefunden. Man hat noch ein Jahr nachher hat man probiert zu suchen. Die ganze Familie ist zum grossen Teil ausgelöscht worden. Und das ist für Redog Schweiz, für die Regionalgruppe Wallis, ein sehr grosser Schock gewesen. Der Hund hat das überstanden, zusammen mit dem Sohn. Die sind dann nicht in Gondo gewesen. Das war ein riesiger Glück gewesen. Ab dann, ich war schon 2 Jahre dabei, da ist eigentlich das richtig ernst geworden für mich. Also ich dachte, das macht Sinn, wirklich alles daran zu setzen, den Hund so weit auszubilden, mich selber so weit auszubilden, dass ich hier da Hilfe bringen kann, Menschen suchen, in diesen schlimmsten Stunden eigentlich einer Gemeinde und einer Bevölkerung können beistehen, indem man ihre Angehörigen sucht. Redog ist ja eine Organisation, die in der Chaosphase eingesetzt wird. Also genau der, wenn alles drüber und drunter geht, wo Menschen vermisst sind, verschüttet, wo wirklich sehr viel Drama da ist. Und da braucht es eine Organisation, die das gut kann und gut beherrscht. Und was mich bis heute eigentlich fasziniert an Redog ist, dass man mit den Hunden, mit der grossartigen Leistung von der NASA von den Hunden, so viel vieles möglich ist. Also Menschen wirklich noch nach Tag oder unter Meter hohem Schutt kann finden. Und das ist eine Arbeit, die mich nach wie vor sehr fasziniert. Redog ist insgesamt eigentlich eine Teamarbeit. Nicht nur Menschen als Team, sondern auch das Team Mensch-Hund.
Und ich habe immer sehr grossen Bezug zu den Hunden. Ich bin mit der ganzen Nachbarschaft Hunden laufen, spazieren. Die unangenehmsten Hunde sind mit mir gut gefahren und ich mit ihnen. Und ich durfte selber als Kind nie einen Hund haben, aber später habe ich mir das als erstes, wenn ich selbstständig war, einen Hund angeschafft. Die Beziehung vom Mensch zum Tier und nachher das, was möglich ist, an das Team Mensch-Hund nachher zugunsten von Vermissten, von Verschütteten oder was auch immer für Themen das sind, das fasziniert mich sehr. Also die Natur hat da ist wirklich einen Helfer zur Seite gestellt in Form von einem Hund, der wirklich ein treuer Freund und Begleiter ist. Bei Redog hat es natürlich noch andere Aufgaben gehabt. Also das ist einerseits die ganze freiwillige Arbeit, also mit Freiwilligen zusammen etwas bewirken, die Motivation der Freiwilligen. Es sind sehr viele Emotionen. Ich habe in keiner Organisation vorher, wie auch jetzt nachher oder parallel dazu, so viele Emotionen gefunden, eigentlich wie bei Redog. Es geht eben darum, durch freiwilliges Engagement Menschenleben zu retten, bereit zu sein, eigentlich rund um die Tür und nicht wissen, wenn ein Einsatz ist. Aber auch schon eine Vorbereitung, bevor man eine Prüfung macht oder wenn man in einer Prüfung ist, dass man wirklich ein einsatzfähiges Team wird, habe ich Männer gesehen brüllen, wenn sie es nicht geschafft haben. Oder wirklich der grosse Stress, den die Leute auf sich nehmen. Weil man das nicht einfach so x-beliebig wiederholen kann. Was ich vorbereite mehrere Jahre auf eine Einsatztestprüfung. Und dann, wenn das nicht klappt, das wirklich wie eine Welt zusammenbricht für sehr viele Menschen. Und die Emotionen, ja, die sind beeindruckend. Es macht aber auch Sinn, dass man wirklich hohe Anforderungen stellt an Einsatzteam. Weil der Einsatz selber ist nachher nur mal eine Stufe eigentlich ein anderes Thema. Da muss man wirklich fit sein, mental wie psychisch und eben emotional und stabil. Das Thema Freiwilligenarbeit hat mich nachher später, auch wenn ich als Zentralpräsidentin im Zentralvorstand mitgeschafft oder in den Zentralvorstand gewählt wurde, eines der wichtigsten tragenden Säulen eigentlich auch von meiner Arbeit gewesen. Ich war begeistert, wie viel dass die Freiwilligen haben mitgeholfen haben. Man konnte eine Frage aussenden, sei das per Telefonfrage oder per Mail. Irgendjemand hat immer geholfen. Und es war immer möglich. Ich kann mich erinnern an Material, das man von einer Regionalgruppe, vom Tessin nach Genf, ja, wie transportieren wir das, das kostet auch Tier, wie machen wir das. Es haben drei Leute geholfen und unterwegs sich die Sachen weitergegeben. Das ist nur ein kleines Beispiel. Es ist einfach immer ist alles möglich gewesen. Und ich habe so immer gesagt, Redog ist so ein Hardcore-Freiwilligen-Verein, weil wir haben so viele freiwillige Arbeitsstunden. Also, wenn man die zusammengerechnet hat auf die 12 Regionalgruppen, auf die knapp 700 Mitglieder, sind das immer noch an die 100'000 Stunden freiwillige Arbeit gewesen. Training, also wirklich nur fachspezifische Sachen mit Sitzungen, Vorbereitungen, Prüfungen, Trainingswochen. Und das ist eine unglaubliche Zahl. Und das ist nur für heute ist das etwas, was eigentlich mich und meine wichtigen Aufgaben als Verantwortungsperson hat gedreht und mit mir zusammen hat vieles können bewirken. Ich bin ein Mensch, der die Traditionen sehr gerne hat. Wirklich die Traditionen von einer Gesellschaft oder von Organisationen. Und damals, die 40 Jahre Redog, die wir gefeiert haben, ist eigentlich, 40 Jahre ist ja nicht so viel, aber es ist sehr vieles passiert. Es ist so das Ende von einer Pionierphase von Redog hin zu einer professionellen Organisation. Und genau in diesem Umbruch durfte ich das anfangen feiern. Und für mich als traditionsbewusster Mensch war immer sehr wichtig, das Thema die Wurzeln nicht zu vergessen. Back to the roots. Wirklich auch wieder da anzuknüpfen, wo Redog eigentlich einmal angefangen hat. Was sind die Grundideen von Redog? Hilfe zu bringen, schnell zu sein, ins Ausland zu gehen und vor allem beim Erdbeben Rettung und die Hunde einzusetzen. Und das war so ein bisschen eigentlich so der Teppich von meiner Grundmotivation. Also möglichst in diesen Phasen, in denen man es braucht. Und Japan war so ein Einsatz. Unter sehr schwierigen Bedingungen 2011. Also wir hatten die Dreifachkatastrophe damals. Der Nukleargefahr, ein Tsunami, ein Erdbeben,
Die Schweiz hat Teams geschickt und wir sind auch lange geblieben. Und das war für die japanische Bevölkerung so ein wichtiges Signal, dass Auslandsteams kommen, bleiben. Und es ist eine Insel und sich eigentlich einer gewissen unbekannten Gefahr aussetzend. Und die Emotionen der Bevölkerung tragen noch heute eigentlich die guten Beziehungen, die Japan auch zur Schweiz hat. Das kann man so sagen, weil damals auch der Kaisersohn war in der Schweiz und hat Redok persönlich eingeladen. Also die Teamleiterin von diesem Einsatz, die Linda Honisberger, ist der persönlich empfangen worden. Es waren nur 10 Leute eingeladen. Und das ist so ein starkes Zeichen von Emotionen, von Dankbarkeit, das wirklich eigentlich trägt. Und das Thema Back to the Roots ist nachher begleitet in den folgenden 10 Jahren. Jetzt feiern wir ja 50 Jahre Jubiläum. Und wir haben eigentlich auch immer wieder probiert, das anzuknüpfen. Die Einsätze mit der Rettungskette sind zurückgegangen. Und zugleich haben wir Kooperationen gesucht mit Partnern, damit wir wiederum flexibel in Kleinformationen einsetzen können. Parallel zu einer Rettungskette-Einsatz. Das haben wir immer gewährleistet, weil wir haben ja auch einen Vertrag mit der Rettungskette Schweiz. Also wir können doppelt fahren. Und dank einem gemeinsamen Sponsor, einer Stiftung, die eine türkische Rettungsorganisation hat, unterstützt wie auch Redok, haben wir hier eine schöne Kooperation gefunden. Wir haben zusammen trainieren. Wir haben schon informiert, was ist möglich aufgrund der internationalen Standards, wenn zwei Organisationen sich dann zusammen unterwegs machen für einen Einsatz. Und von der UNO, damals von den INSARAG Guidelines, ist eigentlich das später nachher bestätigt worden, dass das absolut wichtig ist. Kleine, flexible Teams, die aber zwischendrin miteinander trainieren. Wir haben uns vorbereitet. Und so ist 2015 eigentlich auch der Nepal-Einsatz entstanden. Wir sind zusammen mit GEA und Redok in den Einsatz gegangen. Ein paar Jahre später kam noch Albanien 2019, aber auch wiederum mit den Freunden aus der Türkei den Einsatz bewältigen. Und das sind sehr wichtige Erfahrungen, dass Redok die Flexibilität hat sich wieder aufbauen, bewahren und wirklich flexibel schnell einsetzen. In diesem Zusammenhang ist eine der größten Herausforderungen nicht die Zusammenführung dieser Teams, sondern wie kommen wir als Schweizer Rettungsorganisation aus dem Land. Das ist so wirklich eine knifflige Sache. Also Flugzeug, Hund, Einsatzteams. Das war so eine Herausforderung. Gerade bei Nepal haben wir zum Beispiel dank einem Pilot von der Swiss, haben wir den Flieger nach quasi fast 48 Stunden warten auf dem Flughafen. Wir sind nicht weggegangen. Wir sind da geblieben, bis ein Pilot hat gesagt, wir nehmen ihn mit. Wir mussten nur auf Istanbul kommen. Von da an war es nachher organisiert. Die Rückreisen sind gewöhnlich kein Problem. Da kann man auch gestaffelt. Aber zum Hin zählt jede Minute, dass man schnell vor Ort ist. Das war mitunter der Grund, warum wir wiederum einen Vertrag gemacht mit der Rega. Und die Rega hat nachher einen Einsatz geflogen, 2019 nach Albanien. Da war man sehr schnell vor Ort, was sich absolut bewährt. Ja, als Zentralpräsidentin ist es ein Ehrenamt, sagt man dem. Eher in allen Ehren, aber es ist vor allem sehr viel Arbeit. Das können sicher sämtliche Vorstandsmitglieder bestätigen, die euch genauso viel Aufwand haben. Meine Vorgänger, es ist eine grosse Verantwortung. Und man baut ja auch immer auf Vorgänger auf. Und durch das, dass wir ja eigentlich mit 50 Jahren gleich auch noch eine junge Geschichte haben, habe ich natürlich auch das Glück, dass sogar noch Gründungsmitglieder immer noch da sind, wo man auch immer wieder einbeziehen oder vielleicht sogar mal etwas fragen. Und das ist für mich auch, eben, wie gesagt, sehr wichtig, dass ich die Wurzeln immer auch wiederum gespürt habe. Und man kann nichts alleinzig machen. Auch das Zentralvorstand ist eine Teamarbeit. Es ist eigentlich ein Start für mich mit dem ersten Auftrag von der Präsidentenkonferenz von der Regionalgruppe. Mein erster Auftrag hat da gelutet, mache Redok bekannter. Und das ist wirklich so ein Startschuss gsi, wo dann nachher sehr viele ins Rollen hat gebrungen. Ich muss sagen, Redok ist zum Teil vielleicht auch sogar zu einer Belastung geworden mit dem ganzen Engagement. Es ist aber auch eine sehr grosse Genugtuung dabei gewesen.
Und es ist einfach ein Virus, den man nicht so schnell los wird. Er bleibt. Und in den heutigen Zeiten zu sagen, Virus ist natürlich nicht ganz einfach. Aber es gibt auch eine positive Infektion oder eine positive Impfung, wenn man dem so will sagen, nämlich mit dem Retter- oder Rettungsthema.